Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Corinna Schwarzenberger. Corinna Schwarzenberger ist Juristin und beim Land Steiermark beschäftigt. Sehr geschätzte Frau Bundesministerin, Hohes Haus, lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede eines festhalten. Es ist eine Krisenzeit. Das darf man nicht vergessen. Und in dieser Gesundheitskrise steht der Schutz der österreichischen Bevölkerung an oberster Stelle. Und unsere Bundesregierung leistet in dieser Krisenzeit hervorragende, über die Grenzen hinaus gelobte Arbeit, sodass Österreich im internationalen Vergleich gut dasteht. Und diese ganzen Versuche, Herr Kickl, lassen Sie mich ausreden, bitte. Ich lasse Sie auch immer ausreden. Und diese ganzen Versuche, dem Virus ein politisches Marschall umzubinden oder noch Klagemöglichkeiten gegen die Republik zu suchen, stoßen wir wirklich sauer auf. Aber nachdem das Virus keine Zustelladresse hat, scheint es für viele der einzig richtige Weg zu sein. Wie auch immer, viel wichtiger als die Suche nach Schuldigen wäre es, noch Lösungen zu suchen. Und somit komme ich zum Inhalt meiner eigentlichen Rede. Eine Lösung für die Aufrechterhaltung vieler Betriebe war während der Krise der Einsatz von Homeoffice. Und so haben viele Verantwortliche auch bemerkt, dass ihre Mitarbeiter von zu Hause aus genauso effizient arbeiten und dass auch Besprechungen und Meetings via Telefon, via Zoom oder via Skype abgehalten werden können. Durch dieses stärkere Setzen auf Homeoffice-Lösungen können ländliche Regionen wieder vermehrt in Betracht kommen als Lebensmittelpunkt. So können wir dazu beitragen, den Bevölkerungsrückgang in diesen Regionen einzudämmen. Und die junge Generation hat eben diese Anforderungen an den Arbeitgeber, damit sein Lebensmittelpunkt wieder am Land sucht. Dazu müssen halt die Rahmenbedingungen passen. Also nutzen wir die Homeoffice-Möglichkeiten, nutzen wir den Breitbandausbau und nutzen wir die fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten als Chance für den ländlichen Raum. Danke.